So. Neue Waffen, neues Glück. So. Ich sehe mich mal um. Hätte ich auch einfach hier wechseln können, ich Idiot. So. Hier oben! Ja, mehr! Noch mehr!
dir, Fette! Oh fuck. Los. So wenig Stims einfach. Damn. So. Konzentrieren. Ah!
Jetzt gib mir mal. Ich drück doch. Frieden finden. Mhm. Oh. Combo. Ein Angriff wird geklaut. Dein Input wird geklaut. Wer getroffen wirst. Legi, legi, legi. Warum leckt das? FPS Party. Ich
Ja. Entweder macht mein Rechner gleich einen Abgang. Oder das Spiel ist aber nur scheiße. Ich hab jetzt hier mit 15 FPS oder so. Gefühlt. Ein Versuch noch, dann mache ich Pause. So nämlich. So. Fucking flawless die erste Phase. Dodged.
Leckt so hart. Scheißspiel. Es ist einfach ein Scheißspiel. So, wir machen Pause. Wann anders geht's weiter, wenn ich mehr FPS hab. Und wir sehen uns dann gleich in Terraria. Also, bis dann. Yo, we are back. In der Hoffnung, dass heute alles besser läuft, ne? Nach einem ordentlichen Mittagessen, nach einer ordentlicher Tüte Schlaf, rennen wir da jetzt rein und machen ihn einfach kalt. So nämlich. What's good, bitch? Bitch! Get wrecked, son! Got it, bitch. Huh?
Reichlich. Mein Gott! Ich ergebe mich. Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santari Crees Observatorium, wie Decken vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Dagon die Stirn bieten. Jetzt ist mir schlecht. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelore. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis. Dagon Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelo erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Wir sollten gehen. Easy. Alles, was man braucht, ist ein bisschen Pause. Boah, jetzt ist mir richtig schlecht. Das ging in den Kopf. Eieiei. Kannst du mich hören? Karl, ich
Ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Raumschiff-Ruinen haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande schmerzlos jetzt. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Ja, viel kann aber eigentlich nicht mehr storytechnisch kommen, glaube ich. Wir haben jetzt, glaube ich, jedes Item, was wir brauchen. Nee, gar nicht. Ravens recht. Dagon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Übrigens, das Spiel ist auch so gut gemacht, obwohl es auf Steam verfügbar ist, kann man in-game die Achievements nicht sehen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon fast die Hälfte von allen möglichen. Und, ja. Ja, auf den hat schon deutlich mehr gemacht als gedacht. 96%. Da unten ist der letzte. Aber wir warten erst noch ab, weil es gibt noch eine Art, die wir nicht haben. Also eine Kistenart, die wir noch nicht öffnen können. Und erst wenn wir das kriegen, erst dann werden wir auf 100% gehen. Also sonst macht es ja keinen Sinn. Komm zu Pyle und Salon, jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das sieht so geil aus. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Echt jetzt? Oh Mann. Wohin müssen wir gehen? Kurs auf Kobo. Boah, ist aber nicht gut. Visuelle Effekte. Gehen wir mal auf hoch. Sichtweite hoch. Gehen wir mal komplett auf hoch, so. Es leckt halt trotzdem. Es ist so Schmutz. Es ist halt einfach Schmutz. Ja. Es läuft genauso flüssig auf episch wie auf hoch. Besser sogar noch fast. Ich brauche einen Moment. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Centauri konfrontierte. Er war so sehr von Tenalor eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor.
erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Als ob wir je vom Weg abkommen. Dafür haben wir viel zu wenig FPS. Flüssig, flüssig, flüssig. Oder so hieß der, ja? Müsste doch die hier oben sein. Der Garten ist hübsch und üppig geworden, nicht wahr, BD? Du hast eine neue Spezies gefunden. Nach dem Einpflanzen gebe ich dir Einzelheiten. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig... Wir reden später. Oh, echt jetzt? Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr... Yeah. Habe ich hier noch Platz? Komm, lass uns ein paar der neuen Samen aussehen. Nee. Alles voll, aber vielleicht ist es noch nicht fertig gewachsen. Ja. Wunderbar, neue Samen. Pflanze ein. Ah, okay. Dann verrate ich dir Einzelheiten. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz.
Warte nur, bis dieses Goldlichtmoos wächst. Die Wurzeln darunter erheben sich und helfen den Blumen, Lichtquellen in der Nähe zu erreichen. Ja, noch runter zu unserem... Weil wir haben ja bisher noch nicht einen Kopfgeldjäger wieder gefunden. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Hier, das ist er. Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Hör zu, da wir jetzt Partner sind... Partner, was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen Raiders. Ich komme noch zu den Kopfgeldern, aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie kann ich sie auch respektieren. Ist ziemlich voll geworden hier. Da. Ja, das hier. Blitz fehlt uns noch. Wo müssen wir überhaupt hin? Hey! Hey! Gott. Was ist das denn? Okay, Bro. Ich weiß. Komm schon, das wird schon. Verdammt, was jetzt? Doch, ich war hier unten noch nicht drin. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Nächster. Zwei habe ich schon fertig. Mehr Macht. Übelst viel Macht inzwischen. Wird Zeit aufzubrechen.
Augen auf, Truppler. Ein Eindringling. Eröffnen wir das Feuer! Du bist der Beste. Oh ja. Hier ist alles voller Wasser. Macht das eigentlich? Oh, ich kann nur eins von den beiden. Okay. Doch. AMD ist das, okay. Ich will einfach nur meine 60 FPS haben hier. Wasser sieht so komisch aus jetzt, oder? Ach so, vielleicht. Es regnet. Also diese Gischt ist das, sag ich jetzt einfach mal. Samen werden sicherlich gut im Garten wachsen. Reden wir mit Pili darüber. Auf was angelst du? Ich jage den wilden Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Skuwa gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuwa ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Aha. Muss ja ein Riesending gewesen sein. Aber ich war so zäh, dass sie mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Wo waren wir? Ah, ja. Der monströse Captain Wett, seine Crew und ich flohen an Bord des Piratenschoners der fiesen Zephire. Schneller als der Morgentau wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Banyek sah mir nicht in die Augen. Und ein furchtbarer Gestank drang aus seinem räudigen Bart. Ein überaus schlechtes Omen. Banyek übernahm das Steuer. Wir lösten die Landeklauen, flogen in den Weltraum und brachten einige Lebensalter zwischen uns und die Piraten. Wir befanden uns weit ab der Peremianischen Handelsstraße. Nachdem der Captain seine Hand vom Steuer nahm, legte er sie auf seine Harpune und warf mir einen Blick zu, wie eine halb verhungerte Tuka-Katze, die Speck anvisiert. Skuwa, brummte der abscheuliche Captain, du bist weich geworden wie ein Austernnabel. Wenn ich dir nicht zutrauen kann, dass du einen Quarren erledigst, wenn du einen Blaster im Mund hast, wie kann ich dich dann den großen Gobberfisch aufspießen lassen? Ei, mein Zögern am Auslöser war mein Untergang. Trotz meines bittersten Flehens steckte der Captain den kleinen Skuwa in eine Rettungskapsel. Das Letzte, was ich sah, war sein übles Lächeln.
lächeln, hinterhältig wie das Rückgrat eines Buchtanglers. Und so fand meine Zeit an Bord der Grapnel ein gesalzenes Ende. Ich saß allein in einer Kapsel im Weltraum und hatte nur einen Tank mit altem Kabeljau und sinnlosem Müll. Mehr erzähle ich dir später, mein Junge. Die Verzweiflung, der Gestank. Dabei dreht sich mir heute noch der Magen um. Alright. Interessante Geschichte, die der Opa da hat. Der Scuba. Gucken, ob es dafür auch ein Achievement gibt. Wenn ich mir all seine Geschichten anhöre. Meiner Seite. Die Fighter. Nee, wie heißt das Ding? Unterwegs zu Sektor. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klon. Es greift an! Ah, I see. Nest voller Schauderpäden. Grease wird diese Geschichte lieben. Die Frisuren werden immer geiler. Ihr habt gesehen, es gab auch ein Achievement dafür, BD auszurüsten und Cal auszurüsten neu. Heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist quasi... Den Blaster müssen wir dann noch ausrüsten, neu. Dann kriegen wir da auch noch ein Achievement. Kackvieh. Sieh dir das an, BD. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es ein Priorit-Klumpen ist, aber gut. Da haben wir die richesten Boys. Hast du was, Kumpel? Schön ist das nicht. Tja. Nicht mit mir, Boys. Viele von den Viechern hier sind. Hilfst du mir mal bitte? Das fühlt sich besser an. Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Ich bin dein Verbündeter.
Hält ganz schön lange. Beschütze mich. Und plötzlich habe ich Lags. Naja. Als ob er den ausgekotzt hat. Der hätte schön in die Hose gehen können bei den ganzen Gegnern hier. Bringen wir das zu Doma. Ich freue mich aufs nächste Spiel, das hoffentlich mehr Dinge hat. Ziemlich hässlich werden, bitte. Ah ja, guck mal da. Blitze. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Das kriegen wir wohl als nächstes dann, um darüber zu kommen. Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Okay. Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind. Willst du nachsehen? Sehr gut. Speierpunkt. Kann losgehen. Ist jetzt wirklich der Nebel das Problem? Oh, ein Wanderer in dieser Einsamkeit. Was machst du hier? Oben Metall, unten Nebel. Wir verstecken uns dazwischen. Du versteckst dich hier? Die Raiders sorgen zwar für Lärm, aber so leicht übertönt man das Imperium nicht. Also warten wir ab, wer letztlich am lautesten ist. Okay. Pass auf dich auf. Das gilt auch für dich. Und dich. Alles klar. Malhöhle. Hab noch einen Klumpen gefunden.
Unglaublich. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Okay, hier waren viele tote Leute. Ich wusste, dass etwas faul ist. Bringen wir das zu Doma. Null. Ich sehe nach. Bye. Oh mein Gott, das Spiel ist so Grütze. Das Spiel ist einfach... Geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich spiele 40 Minuten. Okay. Ich hab selbst auf niedrig. Selbst auf fucking niedrig. Keine 60 FPS. Epic. Liegt es daran, dass ich aufnehme und streame gleichzeitig? Nee. Dann wird's halt dauerhaft schlecht laufen und nicht nur ab und zu. Aber dafür sieht's auf schlecht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich habe...
Ich glaube, ich muss mal was machen. Damit muss ich mal jemand von der Klippe stoßen. Das wäre geil. Ja, das hat gezählt. Und FPS-Einbrüche. Oh. Okay. Wie geht das, dass ich... Fuck off. Dass ich FPS-Einbrüche habe. Immer noch. Muss ich gerade einmal gucken. Task Manager. Ich mach mal kurz einen Aufnahmestopp und dann schauen wir mal, ob sich da was ändert.